Hallihallo, ihr Lieben, hier ist die Andrea aus Andalusien und heute habe ich eine Legung für euch, die innerer Frieden heißt. Eigentlich wollte ich heute eine schöne, bunte Legung machen, die sich Herzklopfen nennt, aber ich habe vorhin ja das Filmchen hochgeladen und heute Morgen das Filmchen gemacht zu unseren Schwingungen und den inneren Frieden. Und ich hatte das Gefühl, dass ich jetzt eine Legung machen möchte, die darum geht, wie du vielleicht, was du tun kannst, um eben in deinen inneren Frieden zu kommen. So ein Stück weit, ja. In deinen inneren Frieden und in deine Neutralität, was ja für mich innerer Frieden ist, und in Objektivität und dass du die Dinge geschehen lassen kannst, wie sie sind, und dass du eben eine gewisse Gelassenheit und Gleichgültigkeit hast, dass alles gleichgültig ist und dass eben aus dem Frieden heraus, den du lebst, eben auch Veränderungen im Außen stattfinden können und man die Welt im Kleinen, also in deinem Kleinen, aber auch im Großen damit verändern kann. Das war ja das Video, was ich heute Morgen online gestellt habe, und dazu möchte ich heute gerne auch eine Legung machen. Und die andere Legung, die Herzklopflegung, die mache ich dann irgendwann die Woche noch und die kriegt ihr dann auch noch. Aber ich habe das Gefühl, dass es vielleicht wichtig ist, auch zu wissen, was bei dir los ist, dass du vielleicht noch nicht so ganz in deinem inneren Frieden angekommen bist und was du tun kannst. Und dazu habe ich drei Decks heute ausgelegt, die ganz friedliche Decks sind. Und zwar habe ich zwei Tarot-Decks. Da habe ich einmal hier das Javelin-Tarot. Da habe ich jetzt leider keine Verpackung mehr. Die habe ich weggeschmissen, weil die so lapprig war. Das ist das hier. Da hatte ich auch ein Video schon mal gemacht. Und das Deck habe ich auch ausgeschnitten. Das war so groß. Dann habe ich das Medicine Woman-Tarot verwendet. Das ist hier das zweite. Und dann habe ich als na, Orakelkarten habe ich die Vintage Wisdom Orakel. Das habe ich noch nicht so oft verwendet. Es kann sein, dass ich dann da ins Buch gucken werde. Das verzeiht ihr mir dann bitte, weil ich arbeite ja mehr mit meinen anderen schamanischen Decks und da bin ich jetzt schon etwas mehr konnektiert. Aber mit dem habe ich mich jetzt noch nicht so konnektiert. Aber das passt sehr gut zu dieser Fragestellung und deswegen möchte ich es gern verwenden. So. Und du bist jetzt herzlich eingeladen. Wenn du mitmachen möchtest, dann kannst du dir einen von diesen drei Stapeln aussuchen. Das ist die 1, das ist die 2 und das ist die 3. Und bitte intuitiv aussuchen. Und dann schauen wir mal, ob wir für dich eine Antwort kriegen, wie du vielleicht noch, was du machen kannst, um in deinen Frieden zu kommen, in deinen Inneren. Ja? Ich gebe dir jetzt ein paar Sekunden Zeit. Intuitiv aussuchen, bitte. Super, dann machen wir weiter und ich finde es toll, dass du noch dran bist und mitmachen willst. Finde ich toll. Okay, dann legen wir jetzt hier. Hier unten lege ich die 3 hin. Ich tue die mal mit dem Bleistift markieren, damit ich das nicht durcheinander bringe. Die 2 ist hier oben und dann fangen wir mit der Nummer 1 an. Und ich werde es so machen, dass ich eine Energiekarte, also eine Grundkarte lege. Das ist dann dieses Orakeldeck und zwei jeweils von diesen. Wie nennt sich das Tarots, ja? Dann machen wir jetzt, gucken wir jetzt mal, was man so als Hauptkarte, als ja, wie deine Energie ist, was gerade los ist oder was, ja, ich weiß noch nicht. Wir gucken einfach, was die Karte sagt. Ich habe irgendwie keine Ahnung. Ich nehme die hier. Und dann legen wir noch eine. Oder ich lege erstmal ein und gucke, wie man damit klarkommt. Genau. Ich habe ja irgendwie noch gar nicht überlegt, wie ich lege, aber ich lege jetzt erstmal eine von jeweils einem Deck. Und dann gucke ich mal, ob wir noch eine brauchen. Ja? Guck mal, die lacht mich doch hier an. Okay. Okay, dann gucken wir mal. Ach, guck mal, hier sind schon zwei rausgekommen. Das wollte raus. Dann haben wir hier Gratitude. Ja, das ist natürlich wunderbar. Gratitude ist Dankbarkeit.
Und das ist das Thema bei dir anscheinend, dass du vielleicht noch mehr in die Dankbarkeit gehen darfst. Ich glaube, ich lege jetzt hier auch noch eine Karte, das ist sonst so ein Ungleichgewicht. Da haben wir auch den Warrior gezogen. Haben wir hier den Prinz der Kelche und die vier der Münzen. Okay. Und wir haben die Neugeburt, das ist die Sonne im eigentlichen Deck. Also bei dir ist das Thema, warum du vielleicht nicht so ganz in deinen inneren Frieden kommen kannst, auf alle Fälle die Tatsache, dass du vielleicht nicht dankbar genug dafür bist, was du alles hast, für die Kleinigkeiten, ja. Es geht bei Dankbarkeit immer darum, dass man, ja, dass man einfach für jedes kleine Ding auch dankbar ist, dass man achtsam ist und gewahrsam und alles, was man wahrnimmt, dafür auch und einen erfreut. Und wenn es auch nur der Schmetterling ist, der dich morgens begrüßt, wenn du aus der Haustür rausgehst, dass du das einfach siehst und dich dafür bedankst. Dass du dich dafür bedankst, dass du ein Lächeln geschenkt bekommst, dass du, also innerlich, du musst es natürlich nicht unbedingt jetzt bei dem anderen tun, aber vielleicht auch, wenn dir jemand irgendwas Nettes macht, es muss kein großes Geschenk sein, dass du dem auch Danke einfach sagst. Also sowohl, dass du die Dankbarkeit wörtlich äußerst, als auch, dass du diese innerliche Dankbarkeit empfindest. Und da gibt es immer eine ganz tolle Übung, dass man sich abends vielleicht nochmal alles so, nochmal so Revue passiert und nochmal sich aufschreibt, was einem eigentlich Schönes widerfahren ist an dem Tag und dass man sich für jedes einzelne Ding bedankt. Und wenn du das mal öfters machst, dann kommst du vielleicht in diesen, weil in dem Moment, allein schon wenn ich jetzt über Dankbarkeit rede, ist in mir ein totaler innerer Frieden, ja? Und da gelangst du vielleicht ein Stück weit schon in deinen inneren Frieden. Und wir haben hier jetzt die Neugeburt, das ist die Sonne. Und ich guck mal gerade, bei dem Deck ist das immer ein bisschen anders. Ja, also das ist jetzt bei dem Deck sehr anders, weil normalerweise ist das nämlich das jüngste Gericht, aber gut, hier ist es die Sonne. Hier geht es darum, dass du einfach. Es geht um Freude zum einen und auch darum, dass du durch die Freude heraus, also ich werte das jetzt, ich lese das jetzt nach meiner Version, hier waren nur drei Stichworte in dem Buch, also aus dieser Freude heraus, die du empfindest, wenn du dann letztendlich diese Dankbarkeit auch übst und praktizierst, da kommt eine Freude auf, ja. Wenn du dankbar bist. Und aus dieser Freude heraus kannst du neu geboren werden. Und aus dieser Freude heraus kann letztendlich dein innerer Frieden neu geboren werden. Und dann fragt man sich jetzt natürlich, was macht hier der Warrior? Was macht hier eigentlich ein Krieger, wenn es hier um inneren Frieden geht? Und da geht es nicht um den Krieger, der jetzt irgendwie Krieg macht. Es geht um den, weil hier haben wir ja auch noch eine Friedenstaube. Ja, es geht, Moment, es geht darum, letztendlich ein friedvoller Krieger zu sein, ja. Du hast hier den Regenbogen, ja, der ja auch Freude bedeutet. Du hast hier eine, ich weiß gar nicht, ist das eine Taube? Es kann auch eine Möwe sein. Du hast hier ein Schild. Ein Schild ist bei den Indianern, bei den amerikanischen Ureinwohnern nicht eine Abwehr, sondern ein Stück weit auch auf dem Schild wird die Geschichte von einem erzählt, ja. Ein Stück weit auch. Und das ist dann die Energie von demjenigen und die wehrt dann letztendlich ab. Und wenn ich dann davon ausgehe, dass du in deinen inneren Frieden kommst, dann bist du in dein eigener innerer Krieger und dann kannst du dir einen eigenen Schutz aufbauen, indem du in deiner eigenen Energie bist, sozusagen. Das ist sozusagen hier in dem Fall jetzt der Krieger. Im Buch steht jetzt was anderes, aber das macht nichts, weil es geht darum, dass du dir ein
ein Schild aufbaust, ein Energiefeld, das ist dann in dem Fall ein Energiefeld, was dein eigener innerer Frieden ist und das ist dein Friedenskrieger hier sozusagen. Der muss nicht immer friedlich sein, also der muss nicht immer nur meditieren oder was weiß ich, der kann auch mal seine Meinung sagen oder der kann auch mal ganz klar äußern, was los ist, aber friedlich. Und dadurch baust du dir nämlich ein eigenes Feld auf, einen eigenen Raum und dadurch bist du geschützt. Und wenn ich jetzt auf das Video zurückkomme, wo ich ja dann auch gesagt habe, dass es um dieses 5G geht, wo viele Angst haben, dass sie eben von diesen Strahlungen angestrahlt werden und in ihr Ungleichgewicht kommen und das ist ja ungesund. Wenn du aber in deinem Gleichgewicht bist, wenn du in deinem Frieden bist, dann baust du dir ein eigenes Feld auf und dann bist du vor solchen Dingen geschützt. Dann bist du auch vor den Strahlen von Wifi und von Handy und ich weiß nicht was geschützt, ja. Und darum geht es letztendlich. Und wenn du jetzt in deine Dankbarkeit, bei dir ist das Hauptthema die Dankbarkeit, wenn du die wirklich praktizierst, wirklich, mach das wie so ein Tagebuch, wenn du das noch nicht gemacht hast bis jetzt. Schreib dir wirklich alles auf, was dir passiert ist an dem Tag, kleine und große Dinge, und dann bedank dich abends, bevor du schlafen gehst, bedank dich für diesen Tag und für diese ganzen Dinge, die dir passiert sind. Auch wenn es vielleicht was ist, was erstmal nicht so toll aussah, aber in diesem, was nicht so toll ist, kann manchmal auch ein Geschenk versteckt sein. Und das ist auch die Kunst, das Geschenk in dem Leid zum Beispiel zu erkennen. Und dafür darfst du dich auch bedanken. Du darfst dich auch bedanken dafür, dass du gerade vielleicht in einem Schmerz bist, weil der Schmerz, der führt dich irgendwo hin, wo du vielleicht noch mal hingucken kannst oder wo du eine Veränderung machen darfst. Und diese Veränderung führt vielleicht dann zu einem schöneren Leben, ja? Also in allem, was du vielleicht erst als negativ empfindest, kann auch was Schönes stecken. Steckt was Schönes. Es kann nicht nur so sein, es ist so. Und dafür darfst du dich auch bedanken. Ja. Also mach dieses Tag, also in Anführungsstrichen, führ mal dieses Protokoll, dass du dir wirklich aufschreibst, was dir passiert ist an dem Tag, sowohl die positiven und auch die negativen Dinge, die du negativ wertest. Und guck mal nach, was bei den negativen Dingen vielleicht als Positives letztendlich herausgekommen ist oder was dich in eine positive Veränderung bringen kann. Und bedank dich. Bedank dich auch bei dem Negativen und schreib dir es auf. Weil alles, was du aufschreibst, wird nochmal mehr gefestigt und dann kommst du nämlich automatisch in eine Freude und einen tiefen Frieden. Und dann kannst du dir dieses Feld aufbauen und deinen eigenen Schutz und bist vor solchen äußeren irdischen Dingen, auch äußeren irdischen Dingen, nicht nur diesen äußeren energetischen, sondern auch den äußeren irdischen Dingen bist du geschützt. Und dann kannst du nämlich diesen Frieden aus dir herausleben und dann wird sich automatisch in deinem Umfeld die Welt verändern, aber auch letztendlich im Großen, ja. Das ist ja das Thema letztendlich. Und hier haben wir noch den Buben der Kelche, das ist ja Emotionen und hier siehst du ja ganz viele Wellen, also er steht da in seinen ganz aufgebrausten Emotionen und ist aber relativ ruhig. Er versucht, seine Emotionen zu handeln. Es geht nicht darum, die Emotionen zu unterdrücken, die dann vielleicht Wut sind oder Trauer, weil irgendwas Schlimmes passiert ist oder weil dich irgendwas stört, sondern es geht darum, dass du diese Emotionen handelst. Ja, er handelt sie. Er steht mittendrin und er handelt sie. Und eigentlich bedeutet dieser Bube ja was anderes ein Stück weit, aber in dem Fall werte ich das jetzt so, das kommt mir so, der handelt das, er hat den Kelch der Liebe in der Hand und er macht es wirklich mit einer Ruhe und Gelassenheit und er ist ja auch eigentlich ein junger Mensch und er hat noch dieses Urvertrauen, dass ihn diese Emotionen nicht überrollen, dass das, was da jetzt ankommt, ihn nicht überrollt, ja. Im Gegenteil, er steht da felsenfest und er lässt sich vielleicht auch ein Stück weit mit der Flut mitreißen, was manchmal auch gut ist. Dazu hatte ich ja auch mal ein Video gemacht. Also geh ruhig in die Emotionen rein und
tu die nicht abwehren, sondern stell dich deinen Emotionen und bleib einfach friedlich und dann guck, was passiert. Entweder prallen sie an dir ab oder aber du gehst mit hinein in die Flut und lässt dich mit denen treiben. Das kann manchmal auch förderlich sein, ja. Und dann treibst du nämlich auch in die Veränderung, wenn es bei dir auch um Veränderung geht. Und hier haben wir noch eine Karte, das ist die Erde, also die vier der Erde, die vier der Münzen. Und die ist ja, nee, die drei der Münzen, sorry. Und die drei bedeutet ja, dass etwas. Die 3 ist eine ganz tolle Zahl, weil die 2 ist ja letztendlich Dualität. Sie kann Partnerschaft oder Trennung oder was auch immer bedeuten. Und bei der 3 kommt noch mal was dazu, was eigentlich nicht irdisch ist, sondern eher geistig. Das heißt, du kannst jetzt in deiner irdischen Welt noch dein Leben verbessern, indem du daran arbeitest, weil die drei der Münzen ist ja auch das Irdische im Endeffekt und Arbeit, indem du daran arbeitest, dass du eben vielleicht dich diesem geistigen, diesem energetischen öffnest, was zum Beispiel dieses Dankbarkeitsding ist, weil das ist auch eine Energie, wenn du dankbar bist, wenn du immer dankbar bist für alles. Und durch diese Energie der Dankbarkeit kommst du automatisch in den inneren Frieden. Und das darfst du jetzt integrieren in dein irdisches Leben. Und dieses Mädchen arbeitet noch dran, ja. Das ist so, das lernt noch. Und das ist das, was ich dir gesagt habe, dass du das lernen kannst, indem du dich eben dem Ganzen bewusst das Ganze bewusst machst und aufschreibst. Wirklich auch abends nochmal alles aufschreibst. Das ist eine ganz tolle Übung, die habe ich früher auch gemacht. Ich habe die zwar nur eine Woche durchgehalten, aber es hat mir sehr viel genützt. Und wenn du morgens aufwachst, dass du dich freust, dass du dich freust, dass du geschlafen hast, dass jetzt der neue Tag beginnt, freu dich einfach auf den neuen Tag und sag danke. Danke, dass ich jetzt wach bin, dass ich aufwachen durfte, dass ich nicht weiter schlafe, dass ich lebe, ja. Also bei dir geht es ganz stark um die Dankbarkeit und wenn du in diese Dankbarkeit hineinkommst, wenn du dir das antrainierst, hier haben wir die Antrainierkarte, dann lernst du die, dann spürst du auch diese innere Freude, ja, die wir hier bei der Neugeburt haben. Und dann ist das wie eine Neugeburt, weil du dich wirklich in so einem inneren Frieden fühlst. Und das ist für mich die innere Friedenskarte, auch wenn das Krieger heißt. Weil die ist absoluter Frieden. Dein Krieger in dir ist in Frieden und er kämpft friedlich, indem er sich ein Schild aufbaut, weil er in seinem Feld diesen Frieden feiert und dadurch kann dich nichts mehr angreifen. Und du brauchst auch niemanden mehr anzugreifen, nicht mehr auf diese Art und Weise, wie du es vielleicht früher gemacht hast. Und wenn du dann in einer Welle von Emotionen stehst, sei es in deinen eigenen oder auch in denen von anderen, dann kannst du, wenn du so drauf bist, nämlich absolut standhaft bleiben. Dann kannst du mit den Wellen sein, entweder indem du sie, wie gesagt, an dir abprallen lässt oder indem du mit den Wellen schwimmst. Ne? Also das ist das, was bei dir anliegt. Das Thema ist Dankbarkeit. Und den Rest, den ich erzählt habe, ist eigentlich die Entwicklung, die daraus entsteht, wenn du dich dieser Dankbarkeit öffnest, ja, wenn du das übst. Okay, ich rate dir, das zu tun, weil dein Leben wird sich dann wirklich sehr, sehr ändern. Und das ändert sich dann sowohl dein eigenes Leben, ja, bei dir, aus dir heraus, in deinem Umfeld. Dann werden sicherlich ein paar Veränderungen auch stattfinden, die du dann einfach umsetzt, weil du ja im inneren Frieden bist. Und dann, wenn du weitermachst, ändert sich langfristig auch das Große, logischerweise. Es kann sich ja nur ändern, das Große, wenn sich was im Kleinen ändert. Okay. Das war's, wenn du halt. Ja, wenn du noch mehr wissen willst, eine große Legung von mir haben möchtest, dann kannst du mich gerne kontaktieren. Du kannst mir auch Fragen stellen, wenn du dazu noch Fragen hast, ne? Okay, dann machen wir jetzt die 2. Hier haben wir die Nummer 2. Und ich werde jetzt eine Karte legen, die so das Grundthema anzeigt. Das ist halt dieses Orakel, ja. Und jeweils eine oder zwei von den Orakelkarten. Ich habe vorhin zwei gezogen beim ersten, weil mir jetzt bei dem einen Deck zwei rausgeflutscht sind und dann habe ich halt, um Gleichgewicht zu haben, bei dem anderen auch noch zwei gelegt, aber ich lege jetzt hier erstmal eine und hier lege ich die. Okay.
Hier haben wir. Vorhin habe ich die andersrum gelegt, aber jetzt mag ich die so rumlegen. Auch spannend. Die nehmen wir. Sind jetzt auch wieder zwei rausgerutscht. Ich will aber eigentlich nur eine lesen, sonst wird das Video immer so lang. Okay, dann nehmen wir die hier. Und ich nehme hier nur eine. Ich suche mir jetzt. Die kommt weg. Und falls ich noch eine Antwort brauche, werde ich die obere nehmen. Die habe ich, das war die, die dann daneben noch lag. Okay, dann fangen wir mal an. Wir haben Harmonie. Ja, das ist ja jetzt spannend. Das ist jetzt sehr spannend, weil es geht ja um den inneren Frieden. Aber Harmonie ist noch mal ein Stück weit was anderes. Ich möchte mal kurz gucken, was da im Buch steht, weil vielleicht kriege ich da einen Input. Ah, da geht es darum, dass du, ja, es geht um Konflikte, das ist spannend. Es geht darum, dass du bei dieser Karte, dass du eigentlich, die heißt ja eigentlich Harmonie, aber es geht darum, dass du eben mögliche Konflikte, die du spürst oder auch Verurteilungen, die du machst oder die dir entgegenkommen, ja, dass die eben harmonisiert werden. Und das ist ja eigentlich auch das Thema von dem Video, was ich hatte, dass das eben, dass man sich nicht in den Konflikt begibt, auch nicht in seinen eigenen, sondern dass man das neutral anschaut und auch nicht be bewertend und vielleicht auch das, wie soll ich sagen, wo war ich denn jetzt, dass man es nicht bewertet und dadurch kommt man in die Neutralität. Und hier in dem Buch wird jetzt auch nochmal gesagt, weil sie hat ja eine Harfe oder irgendein, ne, sie spielt ja Musik und dass in der Musik eine Dissonanz, also eigentlich eine Dissonanz ist ja im Prinzip unharmonisch und ja, so ein Stück Konflikt zwischen den zwei Tönen, ja, dass die eigentlich miteinander tanzen. Eine Dissonanz tanzt eigentlich miteinander, ja, und macht das Ganze noch viel, 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 viel interessanter und teilweise auch schöner, je nachdem, wie man es halt empfindet. Und das ist sehr spannend, dieser Aspekt. Und bei dir liegt es jetzt anscheinend an, dass du anders mit Konflikten einfach umgehst, ja, um in deiner Harmonie, um in deinen inneren Frieden zu kommen. Dass du diese Disharmonie, die einen Konflikt entstehen lässt, dass du einfach mit der spielst. Ja, wie wenn du hier eine Harfe spielst oder auf dem Klavier, dass du damit einfach spielst und gar nicht in diesen Ärger und oder Angst oder Wut oder ich weiß nicht, was man da empfinden kann, wenn ein Konflikt entsteht, dass du da gar nicht reingehst, sondern dass du dir das von oben anschaust und damit spielst. Und dann wirst du nämlich sehen, dass sich das auflöst und dass die vielleicht erstmal miteinander tanzen und dass es sich dann auflöst. Und das ist eigentlich auch das, was passiert, wenn du im inneren Frieden bist. Aber du musst natürlich damit erstmal anfangen. Also versuch einfach mal, das Ganze immer aus einer Vogelperspektive zu sehen und zu üben, dass du eben mit diesen Dingen, die dir passieren und die dich in Konflikte bringen oder die du von außen als Konflikt beobachtest oder die dich in eine Disharmonie bringen, dass du mit denen einfach spielst, weil das Leben ist auch ein Spiel, ja, und die dann tanzen lässt. Ich hoffe, du verstehst mich. Ich bin da immer ein bisschen, ja. Und hier haben wir die Nach Hause kommen Karten und hier haben wir The Two of Arrows. Die zwei der Pfeile. Also dieses Nach Hause kommen, das ist ja eine ganz tolle Karte. Die ist zum einen auch Erde, ja. Und Erde ist ja, also das ist 10 der. Da habe ich eine abgeschnitten. Ah, nee, hier liegt noch eine. Weil hier sind ja nur 9, aber hier liegt noch eine. Das ist die 10 der Münzen, ja. Und ich meine, guck dir die Karte an.
Das ist in der irdischen Welt nach Hause kommen. Ja. Und wenn du das wirklich machst, was ich dir eben gesagt habe, dann kommst du bei dir zu Hause im Irdischen auch zu Hause an. Im Irdischen, nicht nur im gefühlt irdisch, also nicht nur im gefühlten inneren Frieden, sondern dann kommst du in deinen inneren Frieden und kannst ihn auch bei dir zu Hause in deinem Umfeld leben. Und dann wird alles wirklich noch viel harmonischer. Noch harmonischer, als es vielleicht jetzt schon ist oder auch nicht ist. Ich weiß ja nicht, in was für einer Situation du lebst, ja. Und bei der zwei der Pfeile geht es darum, das ist ja, sind ja eigentlich die Schwerter die zwei ist ja auch immer, hatte ich ja vorhin schon gesagt, Dualität. Und Schwerter sind Intellekt, sind Verstand, sind Ideen, die du hast und ist ganz klare Kommunikation, ganz klare Entscheidungen, ja. Und wenn du jetzt aber in einer Dissonanz bist, ja, wenn die Dualität nicht im Gleichgewicht ist, wenn Trennung da ist, wenn du getrennt bist von dir selber oder von deinem inneren Frieden oder von dann oder ja, wenn du nicht in der Mitte bist eigentlich, dann bist du ja in einem Konflikt, dann fängt ja der Konflikt eigentlich schon an, ja. Weil du ja nicht in der Mitte bist, und dann kann es sein, dass sogar ein äußerer Konflikt entsteht, weil du im Inneren hast. Ich hatte vorgestern so eine oder gestern so eine Situation, als ich mich mit einer Freundin treffen wollte und plötzlich kamen andere Freunde noch an, mit denen ich normalerweise auch gern zusammen bin, aber in dem Moment habe ich es nicht gebrauchen können, weil ich eigentlich allein sein wollte und ich bin in eine innere Disharmonie reingekommen und habe dann diese Disharmonie auch nach außen getragen. Ja, was mir selten passiert, aber es passiert mir auch, obwohl ich in meinem inneren Frieden bin, oft, meistens. Und das passiert halt, wenn du nicht ausgerichtet bist. Und die zwei der Pfeile sagt dir ein Stück weit, richte dich aus, sei fokussiert, versuch immer mit dem klaren Verstand, du darfst den Verstand einsetzen, aber klar, also wenn es dir passiert, dass du in einer Dis, wenn du spürst, du bist in einer Disharmonie, dann guck genau hin, warum bin ich da jetzt? Und dann mach dir das bewusst und fokussiere dich und dann kannst du dich vielleicht auch direkt wieder zentrieren, ja, oder auch vielleicht eine halbe Stunde später. Mir ging es so, ich war dann nachher wieder in meiner Mitte, aber ich habe einen Moment gebraucht, ne? Versuch dich nicht von den Emotionen in dem Fall einbinden zu lassen, sondern geh dann, in dem Fall darfst du den Verstand benutzen, aber konstruktiv, glasklar, ganz klar und fokussiert und guck dir an, warum du jetzt nicht zentriert bist und versuch ins Herz zu gehen wieder in deine Mitte zu kommen, ja. Das ist die Aufgabe, die bei dir anliegt. Bei dir ist es anscheinend so, dass du ziemlich häufig von den Konflikten, die in dir sind oder im Außen sind, mitgerissen wirst und keine Kontrolle hast. Und diese Karte sagt dir, dass du es einfach versuchst zu kontrollieren, indem du eben, das passt jetzt auch zu der Karte, indem du in deinen Verstand gehst, aber halt konstruktiv und von oben dir alles anguckst, fokussiert alles anguckst, dich fokussierst und dann zielgerichtet schaust, was los ist und auch gleichzeitig, wenn du magst, auch noch mit der Situation zu spielen. Man kann auch spielerisch, intellektuell mit der Sache umgehen. Das macht das Ganze wirklich sehr interessant, wenn du auf intellektueller Ebene spielerisch mit einem Konflikt umgehst. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Das mache ich auch öfters und das ist sehr heilend, sehr beruhigend, sehr zentrierend und auch, man kommt dadurch auch in den Frieden. Man kann auch mit dem Verstand in den Frieden kommen. Und bei dir ist es scheinbar dran, das mit dem Verstand zu machen, ja, damit du deinen inneren Konflikt, der ja viel Emotionales mit sich bringt, anscheinend ein Stück weit kontrollieren kannst. Und in dem Fall ist Kontrolle nicht destruktiv, sondern konstruktiv. Du kontrollierst es nur in dem Sinne, dass es sich nicht noch mehr, dass es nicht noch verwirrter wird, ja, chaotischer. Du schränkst es ein bisschen ein und dann guckst du es dir von oben an. Eigentlich strengst du es ja oder kontrollierst es ja oder indem du es dir von oben anschaust und aus einer neutralen Perspektive
und spielerisch fokussiert damit letztendlich umgehst. So kannst du mit deinen Konflikten umgehen. Versuch das mal. Das ist am Anfang wahrscheinlich nicht so einfach. Und vielleicht erdest du dich dann auch immer noch ein Stück weit. Also zieh meinetwegen auch die Schuhe aus oder setz dich an einen Baum. Also geh in die Natur, verbinde dich mit irgendwas, was erdet. Oder mach irgendwas, was erdet. Und dann holst du dich wieder runter und dann machst du dieses Fokussierte von oben und spielst mit dem Ganzen. Und dann kommst du nämlich im Irdischen auch zu Hause an. Dann kannst du deinen Frieden, deine Harmonie nach leben im Innen wie im Außen. Und dann hast du im Außen nämlich auch Frieden. Und dann kannst du das in deinem Umfeld leben und du kannst es noch vergrößern, indem du andere Menschen damit ansteckst. Und dadurch, dass andere dann in ihrem Frieden sind, dann wird irgendwann die Welt sich auf, wird auch friedlicher werden. Nur so kann man die Welt verändern, ne? Also das ist dein Thema. Der Konflikt, den Konflikt in Harmonie zu bringen, durch spielerisches und fokussiertes, mit dem Verstand fokussiertes Vorgehen. Und das Spielerische ist auch mit dem Verstand ein Stück weit geleitet. Natürlich nicht abgetrennt vom Herzen, das nicht. Das Herz darf natürlich auch dabei sein, aber du weißt schon, was ich meine, dass du einfach wirklich glasklar die Situation durchleuchtest und dann einfach ganz auf spielerischer Weise auch mit dem Intellekt damit spielst. Ja, mit dem Konflikt. Dann kommst du in die Harmonie, das ist deine Legung. Okay. Wenn du noch Fragen dazu hast, dann darfst du mich gerne fragen. Wenn du noch eine größere Legung dazu möchtest, eine private, weil dich das Thema interessiert, ja, dann, oder weil, falls du, vielleicht bist du gerade ja auch in einem ganz großen Konflikt und kommst nicht raus, dann mache ich dir gerne auch eine Landkartenlesung, eine große. Du kannst mich dazu kontaktieren, die Webadresse von mir, die schreibe ich ja immer drunter, ne? Okay. Jetzt kommt die dritte Legung. Genau. Und wie immer werde ich jetzt, das habe ich den anderen ja schon gesagt, ich werde eine von diesen großen Orakelkarten ziehen. Das ist dann sozusagen die Basis, so die Grundsituation, die Grundenergie, in der du bist, an was du arbeiten darfst, was auch immer. Und dann lege ich noch eine beziehungsweise zwei von jeweils von den Tarotkarten. Ich fange aber mit einer an, ja, und guck dann, ob vielleicht noch eine zweite notwendig ist. Okay. Ich weiß gerade nicht, ich habe schon wieder zu lange überlegt. Sollte man nicht machen. Schon wieder. Irgendwas stimmt mit den Karten nicht. Warte mal, nehmen wir die hier. Eigentlich hatte ich noch die gefühlt. Falls es noch eine zweite notwendig ist, ist es die. Und die werde ich dann ziehen. Und bei der nehmen wir die. Das habe ich schon sofort gewusst. Okay. Ja, dann gucken wir mal, was bei dir los ist. Was haben wir hier? Expression. Expression. Ausdruck. Das ist ja eine interessante Karte. Da brauche ich ein bisschen Input vom Buch, weil ich weiß zwar die Karte zu deuten ein Stück weit, aber in Bezug jetzt auf den inneren Frieden brauche ich einen kleinen Hinweis. Mal gucken, ob hier ein Hinweis ist. Ach, ich hatte mir das ja schon mal angeguckt. Also bei dir ist anscheinend das Thema, dass das geht um den kreativen Ausdruck scheinbar. Das war ja auch eigentlich schon klar, wegen der Schmetterlinge. Aber ich weiß es nicht, muss jetzt gucken, wie ich das in diesen inneren Frieden bringe. Es geht auch um Ängste.
denke ich mal. Und um, ich muss jetzt mal gerade noch diese Karten hier. Hör auf dein Herz. Verstand. Also die Karte sagt dir ganz klar, dass es um den Ausdruck, um den ganz kreativen Ausdruck geht. Und das können Ideen sein, weil das geht aus dem Kopf heraus, ja. Und das sagt eigentlich auch die Schwerterkarte. Und das ist bei dir aber noch verschleiert. Also du versteckst deinen kreativen Ausdruck und bist deswegen anscheinend auch nicht im Frieden, ja. Und du kommst in den Frieden, indem du diesen Schleier jetzt lüftest und dich kreativ entfaltest. Das kann alles Mögliche sein. Das kann künstlerisch sein. Das kann aber auch sein, dass du Ideen, die du hast, einfach in die Welt bringst. Das kann alles sein. Also bring das, was du ausdrücken willst, in die Welt. Trau dich. Und du bist da im Moment noch voller Ängste, voller Zweifel, weil du glaubst, dass das, was dir aufgedrückt wird, also von der Schule und von den Eltern und von dem Umfeld, dass das richtig ist und dass du vielleicht nicht so ganz richtig bist, weil das, was du ausdrücken willst, ist vielleicht was ganz Neues oder was ganz anderes. Es geht ein Stück weit auch um deine Authentizität eigentlich. Und wieso wird diese Karte hier nicht scharf? Finde ich blöd. Und das, ja, bei dir geht es tatsächlich um den Ausdruck von deinem wahren Ich und von deiner Authentizität und die Angst loszulassen, dich eben auszudrücken, vielleicht nicht richtig zu sein, ausgelacht zu werden, diese Geschichte. Aber dieser Drang ist wohl bei dir sehr groß und du traust dich nicht und deswegen kommst du in diese Disharmonie, ja, in diesen inneren Unfrieden. Und ich lege jetzt noch zwei Karten. Also ich hatte ja vorhin schon eine im Auge gehabt, das war die hier. Und ich lege hier auch, ja, ich lege hier auch die erste. Oh, das sind die Liebenden. Und dann schauen wir jetzt mal, was man machen kann. Also diese Karte sagt ganz eindeutig, die drei der Schwerter, dass du, da wird zwar der Pfeil durchs Herz gebohrt, aber deshalb, weil du im Moment nicht das lebst, was du leben möchtest, ja. Deine Dualität, die zwei, das ist zwar jetzt die drei, die ist durch das, was du jetzt erlebst, dadurch, dass du in Disharmonie bist, also dadurch, dass du deine Kreativität nicht lebst, zum Ausdruck bringst, ist deine Harmonie, die ja zwei ist, die ja Dualität ist, ist nochmal, ist mit einem Pfeil sozusagen also getrennt. Und das ist dann die drei. Also ich habe das jetzt blöd ausgedrückt. Im Endeffekt schmerzt dein Herz gerade, weil du dich nicht ausdrücken willst, kannst, wie auch immer. Und deswegen sagt dir die Karte, hör auf dein Herz. Hör auf deinen inneren Geist, das hier ist dein innerer Geist, ja, dein Über-Ich vielleicht oder wie man es auch nennen will, und geh raus, zeig dich, ja, zeig dich mit all dem, was du bist, mit der ganzen bunten Vielfalt, die in dir ist. Und die Exemplar of Stones, das ist eigentlich der. Ich glaube, der König der Münzen in dem Deck. Und die sagt eigentlich, dass du, ja, dass du, das ist ja so eine Fruchtbarkeitskarte im Endeffekt, ja. Das ist Feuer und Erde gemischt und Fruchtbarkeit, die raus will im Prinzip. Also Wachstum, der raus will. Eigentlich Kreativität auch, die raus will, ja. Also die Karten sagen dir, dass dein Herz blutet, weil du das eben nicht leben kannst, was du wirklich bist. Also da möchte was raus, da möchte geboren werden, ne? Da möchte was geboren werden, was angepflanzt werden, Samen, irgendwas möchte raus. Also in dem Fall halt deine Kreativität. Und deswegen blutet dein Herz. Und die Karte sagt aber gleichzeitig, hör auf dein Herz und mach's einfach. Und die Karte sagt das im Endeffekt auch. Das ist eine Chance, die dir
gegeben wird, eben klar zu werden. Also die Schwerter ist ja immer Klarheit. Eine ganz große Möglichkeit ist das jetzt vielleicht auch dieses Reading, dass dir einfach bewusst wird, mit Klarheit diesen Schleier auch vielleicht zu durchtrennen, in dem du lebst, damit du deine ganze Vielfalt, die du bist, zum Ausdruck bringen kannst. Und da bedarf es klarer Kommunikation, klarer Entscheidungen und klarer, na, wie heißt, Gedanken eigentlich auch, ne? Und Ideen. Und die Chance hast du jetzt. Nutz diese Chance, dann kommst du aus deiner Disharmonie und kommst in deinen inneren Frieden. Und dann sind wir nämlich hier bei den Liebenden, die eigentlich schon ein Liebespaar bedeuten, aber die bedeutet auch Entscheidungen, ja. Und entscheide dich, und es muss nicht ein Liebespaar sein, es kann auch die Liebe zu dir selber sein, weil im Moment bist du auch nicht mit dir selber, in dich selber verliebt, weil du ja gar nicht das lebst, was du leben möchtest, ja. Deswegen bist du in diesem Unfrieden, in dieser Disharmonie. Und wenn du das aber machst, dass du wirklich auf dein Herz hörst und die Fruchtbarkeit, die in dir ist, dass du die gebärst, dann kann ganz viel passieren. Dann kann ganz viel aus dir aussprudeln. Und dann kommst du auch in deine innere Liebe. Dann kannst du dich auch selber lieben. Und das ist auch innerer Frieden. Ja, da geht es nicht um ein Paar, sondern es geht um dich selber, um deine Liebe zu dir selbst. Die ist da gerade im Schleier verdeckt, weil du deine ganze Vielfalt, die du hast, nicht lebst. Und du kannst auch Angst und Zweifel wunderbar mit dem Schwert, also mit dem Verstand, nicht bändigen, aber also wenn du fokussiert bist halt. Und hier haben wir ja auch Fokussierung bei der 3 der Schwerter. Also fokussiere dich auf deine Ideen und dann verschwindet auch die Angst. Die Angst ist nichts Schlimmes und die Angst ist, die zeigt dir immer nur was. Und guck mal genau hin, wovor du Angst hast, wenn du dich eben dem Ganzen öffnest hier. Und dann guck mal, vielleicht ist es ja die Angst, dass du nicht richtig bist oder die Angst, dass du nicht mehr geliebt wirst oder wie auch immer. Und dann stell dich dieser Angst. Ja, guck sie dir an, aber guck sie dir objektiv an. Ganz objektiv, das ist auch dieses Schwert, dass man das objektiv anguckt. Das sind auch diese beiden Schwerter und diese beiden Schwerterkarten. Und dann kannst du nämlich aus dieser Angst herausgehen und kannst dich wirklich dieser kreativen Vielfalt, die in dir ist, öffnen und es leben. Dann lebst du authentisch. Und in dem Moment, wo du authentisch lebst und das lebst, was in dir drin ist, diese ganze bunte Vielfalt, in dem Moment kommst du automatisch in deinen inneren Frieden. Und wenn du den dann lebst, dann ändert sich sowieso alles. Dann wird sich vieles verändern. Ich glaube, bei dir wird sich dann einiges verändern und du wirst ganz viele neue Wege gehen. Aber dazu braucht es jetzt erstmal den Mut, dich dieser Vielfalt zu stellen und sie eben zu zeigen und nutzt dazu ruhig auch ganz gezielt deinen Verstand, fokussiert, nicht mit Kopfkarussell, sondern wirklich fokussiert und versuch noch ein bisschen in deine Selbstliebe zu kommen. Entscheide dich für dich selber, für deine Liebe zu dir, die dann letztendlich auch das ist, dass du dich ausdrücken kannst, wie du magst. Und die anderen, die sind scheißegal erstmal. Wichtig ist, dass du das lebst, was in dir drin ist. Da muss ich wieder an die Wild Woman denken und an die She-Wolf. Da hatte ich ja mal ein Video gemacht, das verlinke ich dann vielleicht auch noch hier drunter. Das ist ganz wichtig, dass du deine Authentizität lebst, um in deinen inneren Frieden zu kommen. Ne? Okay, wenn du dazu noch Input brauchst, dann mache ich dir gerne eine große Landkartenlegung, ja. Und wenn du noch Fragen hast, dann darfst du mich natürlich auch gerne fragen. Ich mache ja immer ich mache ja meine Webseite immer unter das Video. Da kannst du mich dann kontaktieren. Okay. Ja, ihr Lieben, das war's zu dem inneren Frieden in euch, was ihr machen könnt, um eben in diesen inneren Frieden zu kommen. Und ich fand es diesmal sehr, sehr spannend, weil es ganz, ganz, ganz unterschiedliche, wirklich super unterschiedliche
Themen waren im Endeffekt, Grundthemen, die dazu führen, dass du nicht im inneren Frieden bist. Das ist sehr spannend, auch immer für mich. Und ich freue mich natürlich über Feedback. Das ist für mich unheimlich wichtig auch. Also nicht, damit ich jetzt höre, du hast das toll gemacht, sondern ich möchte einfach wissen, wie es euch damit geht mit so einer Legung. Und ich möchte auch wie immer sagen, dass so eine Legung natürlich nicht eine individuelle Legung ersetzt, weil eine individuelle Legung ist natürlich ganz genau auf dich zugeschnitten. Das sind jetzt eher noch so leicht oberflächliche Legungen, weil die ja sehr allgemein gehalten sind. Aber ich glaube, du kannst aus diesen Legungen, die heute waren, weil die gingen schon etwas tiefer, kannst du einiges mitnehmen, was du anwenden kannst, je nachdem, welche Legung du jetzt gezogen hast. Und wenn die Legung jetzt aber nicht für dich stimmig ist, dann bist du vielleicht bewusst noch nicht so weit, dass du siehst oder fühlst, oder aber es war wirklich nicht deine Legung. Ja, das ist dann, kann auch passieren, weil das ist ja es ist eine von drei Legungen und du bist ja ein individueller Mensch. Und wenn es jetzt wirklich nicht deine Legung war, dann war es das halt so. Ne? Dann beachte es nicht. Oder vielleicht guckst du dir noch eine andere an und dann ist es vielleicht die andere Legung oder schöpfst aus den anderen zwei Legungen noch einen Impuls. Es geht ja eigentlich auch nur darum, einen Impuls daraus zu ziehen. Wie gesagt, mit so einer Legung die ist ja nicht individuell. Wenn du natürlich wirklich an dir arbeiten willst, dann empfehle ich dir eine individuelle, ganz große Landkartenlegung. Da kann man noch viel mehr mit arbeiten, ne? Und ich verlinke ja unter das Video immer meine Webseite und dann kannst du mich kontaktieren, wenn du eine haben möchtest. Okay. Ich wünsche dir ganz, ganz viel, ja, Frieden, dass du in deinen inneren Frieden kommst, weil das ist ein wunder, 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 wundervolles Erlebnis und ein ganz tolles Sein. Ich bin auch nicht immer in meinem inneren Frieden, das habe ich in irgendeiner Legung gesagt. Mir passiert es auch manchmal, dass ich nicht in meiner Mitte bin. Und dass ich das dann nach außen zeige und dass ich dann im Außen einen Konflikt, also das nach außen bringe, meine Disharmonie, was nicht so schön ist. Aber ich bemerke es dann und ich kann mich dann wieder zurücknehmen. Ich kann mich dann eventuell auch entschuldigen, wenn ich jemanden damit verletzt habe. Und ich kann dann wieder in meine Mitte kommen, relativ schnell. Wichtig ist, dass man bewusst damit erstmal umgeht, mit dieser Disharmonie und mit diesen Konflikten, die in einem sind und wenn man nicht in seiner Mitte ist, das ist ganz, 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 ganz wichtig, ja. Und vielleicht konnte ich ja mit meiner Legung hier dir ein bisschen Input geben, dass du eben das bewusster siehst alles und vielleicht auch mehr in deinen inneren Frieden kommst. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und deswegen freue ich mich natürlich auch über Feedback, ne? Weil ich sitze hier vor der Kamera und ich weiß überhaupt nicht, was da draußen dann los ist. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderwundervollen Tag, ganz viel Frieden und ganz viel Harmonie für euch. Alles Liebe, tschüss.